dann liegt man so bei etwa 25, 30 Euro, die man da sparen kann. Das finde ich jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, hallo und herzlich willkommen jetzt zum dritten Teil unserer Serie Autostromladen zu Hause. Nachdem ja gestern VW den ID.3 veröffentlicht hat und auch gezeigt hat, wo es hingeht, denke ich mal, gibt es jetzt eigentlich kein Halten mehr und Elektromobilität ist definitiv angekommen und auch die Nachfrage nach entsprechenden Autostromverträgen, Tarifen, die wird immer weiter zunehmen. Wir wussten das natürlich schon vorher und haben deswegen uns für diese Serie entschieden. Ja, heute möchte ich mal mit euch einen Blick werfen auf so ein paar Möglichkeiten, Autostromtarife zu Hause zu nutzen, ohne irgendwelche besonderen Zählergeschichten. Das heißt, ihr habt euren ganz normalen Haustarifzähler, ob ihr also in einer Eigentumswohnung oder Mietwohnung wohnt und euer Autostrom, eure Ladestation darüber läuft oder ob ihr im Einfamilienhaus oder wie auch immer wohnt. Ihr habt also einen ganz normalen Stromzähler und darum geht's. Und da gucken wir heute einfach mal so ein bisschen rein, was da möglich ist. Ich fange mal an, blende mich jetzt mal hier aus. Ich fange mal an mit der Naturstrom AG. Ist sicherlich vielen von euch ein Begriff. Die Naturstrom AG hat, wenn man hier die Seite besucht, auf Elektromobilität geht hier so verschiedene Angebote. Auch eine Ladekarte, das ist jetzt nicht so wahnsinnig interessant, sondern was uns jetzt wirklich interessiert, ist das Thema Autostrom. Die Seite habe ich hier schon mal aufgeladen. Und das Erste, was Naturstrom anbietet, ist hier einen Sondertarif für ein Sondertarif für alle, die ein Elektroauto zu Hause haben. Und zwar können alle, die ein eigenes Elektroauto haben, von einem reduzierten Arbeitspreis auf etwa 27,55 Cent profitieren. Der normale Arbeitspreis bei Naturstrom liegt ja bei 28,95 Cent pro Kilowattstunde. Wer also ein eigenes Elektroauto hat, der kann diesen Tarif wählen, kann auch das Wechselformular gleich hier runterladen und kann dann ein bisschen beim Laden sparen. Das nächste, was Naturstrom anbietet, ist die Aufkleberprämie. Die Aufkleberprämie, das seht ihr hier schon an diesem Beispiel, ist für alle Naturstromkunden, die kein Problem damit haben, etwas größere Werbeaufkleber, Sticker auf ihrem Auto zu befestigen. Die sind sehr professionell gemacht. Die gehen zum Teil, muss ich auch sagen, ein bisschen schwer ab. Gerade so dieser hier, den hatte ich auch schon mal bei mir drauf mit diesen vielen, vielen kleinen Klebepunkten. Das ist also ein bisschen Arbeit. Wer also diese Arbeit nicht scheut, diese Aufkleber vielleicht auch irgendwann mal wieder abzumachen, zum Beispiel wenn man den Stromanbieter wechselt oder aus welchen Gründen auch immer, der kann das machen. Und die bieten also einen Seitenaufkleber an. Dafür gibt es 100 Euro Guthaben, einen Heckscheibenaufkleber für 50 Euro. Den seht ihr hier unten. So ähnlich sieht das bei uns an der Zoe auch aus. Ich habe zuerst gedacht, das würde stören. Beim Rückwärtsblicken ist aber gar nicht so schlimm. Und wer zum Beispiel auch noch eine Ladestation betreibt, die öffentlich zugänglich und öffentlich sichtbar ist, der kann auch noch mal hier 25 Euro bekommen. Also es gibt hier einiges an Prämien abzuholen. Und das Ganze im Wert von bis zu über 100 Euro kann man schon einiges für machen. Ja, das also mal so die erste Möglichkeit, ein bisschen was zu sparen. Sicherlich liegt der Hauptfokus hier auf der Aufkleberprämie, aber auch der leicht reduzierte Arbeitspreis, der ist schon gar nicht so uninteressant. Wenn man so 2000 Kilowattstunden im Jahr für das Auto braucht, dann liegt man so bei etwa 25, 30 Euro, die man da sparen kann. Das finde ich jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Kommen wir mal zum nächsten Beispiel und ich blende mich auch gleich wieder aus. Und zwar habe ich jetzt mal aufgerufen hier, wir sind ja in Berlin-Brandenburg unterwegs und wie gesagt, wir machen auch hier heute wieder nur Beispiele. Es gibt bestimmt noch viel mehr. Schreibt das bitte alles unten in die Kommentare, wenn ihr noch mehr solche Lösungen kennt. Und zwar von der EMB. Die EMB ist von Hause aus eigentlich Gasversorger im Land Brandenburg, ist aber eine ganze Weile schon unterwegs im Bereich Elektromobilität, bauen auch Ladesäulen auf. Und ganz spannend ist die EMB-Ladekarte. Diese EMB-Ladekarte bietet also für EMB-Stromkunden eine Flatrate 15 Euro. Ich habe es hier mal markiert, kostenlos.
Keine Einrichtungsgebühr. Man kann so viel laden, wie man möchte. Und das Ganze für 15 Euro im Monat. Das ist schon sehr, sehr attraktiv. Und für alle, die nicht bei der EMW Stromkunde sind, die zahlen 25 Euro. Das ist auch immer noch wirklich sehr, sehr attraktiv. Wenn man das, sagen wir mal, gut ausnutzt im vernünftigen Rahmen, dann kommt man so auf Kilowattstundenpreise von etwa 15 bis 16 Cent bei so etwa 12.000 Kilometern im Jahr, wenn man die vollständig damit decken würde. Also das ist schon ein gutes Angebot. Allerdings muss man auch fairerweise sagen, die EMB ist auch dabei, dieses Angebot zu verändern. Mal gucken, was daraus wird. Und zusätzlich bietet die EMB auch noch eine etwas rabattierte Wallbox hier von Mennekes und einen Mobilbonus in Höhe von 200 Euro. Also auch sicherlich ein sehr interessantes Angebot. Die Links dazu gibt es natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Kommen wir zum letzten Anbieter. Das ist in dem Fall Greenpeace Energy. Greenpeace Energy bietet jetzt keinen eigenen Autostromvertrag, Tarif in irgendeiner Art und Weise an, aber Greenpeace Energy. Und an der Stelle blende ich mich mal wieder ein. Greenpeace Energy bietet also hier rabattierte Wallboxen von Wallbe. Ihr könnt das hier sehen in verschiedenen Ausbaustufen und Preisen. Sind jeweils so um etwa 50 Euro reduziert, 40 bis 50 Euro reduziert. Sicherlich auch eine interessante Sache für alle, die in die Elektromobilität einsteigen möchten und bei Greenpeace Energy Kunde sind. Ja, das Gleiche gibt es natürlich auch nochmal hier für die Wallbe Pro, die halt ein bisschen mehr kann und auch kein festes Kabel dran hat und höhere Ladeleistungen und so. Also finde ich ein ganz spannendes. Die Ladeleistungen sind gleich, sehe ich gerade. Entschuldigung, will nichts Falsches sagen. Aber die Wallbe Pro ist halt ein bisschen professioneller und bietet noch ein paar mehr Sachen, zum Beispiel den Zähler, der eingebaut ist und so weiter. Okay, ja, ganz kurzes Video also. Wenn ihr jetzt noch mehr Tarife kennt, die über den normalen Hausstromzähler irgendwie euch Vorteile bieten, wenn ihr ein E-Auto habt, dann schreibt uns das bitte in die Kommentare rein, wie immer. Das nächste Video wird sich dann darum drehen um Tarife, wenn ihr noch einen Hoch- und Niedrigtarifzähler habt. Sowas gibt es ja auch noch. Das also dann im nächsten Video. Und dann bin ich jetzt im Moment auch schon am Vorbereiten eines Teiles, wo wir noch eine ganz neue Variante kennenlernen, nämlich nach dem Paragraph, ich glaube, 40 Absatz 5 Energiewirtschaftsgesetz, variable Tarife. Das wird eine sehr spannende Geschichte. Bleibt dran. Schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.